Was diese Sendung braucht, ist Brauch. Braucht ist Bruch. Margarita Bruch, jetzt mein Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Freunde, Römer, dicke Männer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zimmerfrei! Wer, liebe Christine? Wer, göttliche Christine, Bestseller-Autorin, Freundin, Komödiantin und Journalistin, wer ist heute unser Gast? Unser Gast heute Abend ist eine ganz besondere Frau, eine besonders schöne Frau, eine großartige Schauspielerin. Und ab diesem Jahr wird sie Millionen Menschen bekannt werden, denn sie ist die neue Tatortkommissarin aus Frankfurt. Ganz genau. Es steht in einer großen Tradition Frankfurter Tatortkommissarin, meine Damen und Herren. Aber in einer noch größeren Tradition wunderbarer Zimmerfreigäste. Heute ist zu Gast bei Zimmerfrei Margarita Bruch. Margarita Bruch, meine Damen und Herren. Dankeschön. Oh Gott. Ja, Götz genügt. Ich glaube, wir müssen was trinken, weil Margarita ist richtig aufgeregt. Ja. Ich habe das alles mitgekriegt. Was denn? Nein, nein, die Sportschau jetzt gerade, das gibt's ja gar nicht. Die immer vor Zimmerfrei läuft. Was soll jetzt verrückt. Noch kommen? Was soll jetzt noch passieren? Ja, du kommst jetzt ganz groß raus in der nächsten Stunde. Ja. Genau. Du hast dir Tafelspitz gewünscht. Zufällig mein absolutes Lieblingsessen. Ehrlich? Ehrlich. Treffer. Ja. Guten Appetit. Ach nee, wir trinken erst. Ja. Ja, oder? Bitte. Wie es auf Plattdeutsch bei uns heißt, Erdmann trinken ist auch herzlich willkommen. So. Vielen Dank. Sehr gerne. Für die Gastfreundschaft. Danke für die Einladung. Bitte? Ich hab doch nicht so viel gehofft. Jetzt schon ein Knaller. Jetzt schon ein Klassiker. Ja. Ich bin überrascht über diesen schwungvollen Beginn der Sendung und frage mich, wie oft wir diese Szene in Best-of-Zusammenschnitten der nächsten 30 Jahre zu sehen haben. Wie konnte das passieren? Was hängt denn da im Kopf? Und wir haben noch keinen Schluck getrunken, das muss ich mir vorstellen. Okay. Sag du mal was. Das kann ich nicht toppen, Christine. Das kann ich nicht. Wie kommt es, dass du dir ausgerechnet Tafelspitz aussuchst? Hast du eine österreichische Konnotation? Nee, überhaupt nicht. Ich komme aus dem Westerwald. Das hat bestimmt auch irgendwann die Frage war ein Volltritt. Ja, das war eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Margarita ist eine tolle Gastgeberin. Ja. Okay. Also Leute, Wir kriegen das schon irgendwie. Wir waren mit deinem Foto. Das muss irgendwann aufhören, aber wir kriegen das hin. Wir waren mit deinem Foto. Mit dem Foto? Also Nina und... Ja. Ah, jetzt weiß ich, was du sagen wolltest. Also, solange Christine Westermann, die Perle des Ostens, die Göttin der Morgenröte, Lady Comedy, Lady Literature, die große Dame des WDR-Journalismus, nach ihrer Fassung ringt, habe ich sie bereits wiedergefunden. Und gleich nicht sicher bin, ob es meine ist. Aber, meine Damen und Herren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, meine Damen und Herren. Unser Notar und unsere Reiseassistentin Nina waren unterwegs in irgendeiner Fußgängerzone in Deutschland und haben die Passanten befragt nach unserem heutigen Gast Margarita Bruch. Schnell Film ab, bevor es wieder losgeht. Kennen Sie diese Frau? Ja. Vorname ist wie ein Cocktail. Frozen. Hero? Sie kommt mir bekannt vor. Verena Brot. Margarita Bruch.
mal gelesen, vor kurzem im Internet, glaube ich. Bruch, glaube ich. Was glauben Sie, was kann sie als Kommissarin besser? Schießen oder verhören? Verhören. Eiskalte Augen. Die ist empathischer, die kann besser auf die Leute eingehen. Die braucht nicht nur von Bum Bum Balla Balla zu leben. Was hat sie wohl für ein Publikum? Aufgeklärte junge Frauen. Die sieht nach Power aus. Was würden Sie Frau Bruch zur Tatort-Premiere noch mit auf den Weg geben wollen? Immer eine lockere Hand. Sie soll ganz natürlich sein, nicht gekünstelt. Gute Einschaltquoten. Lösen des Falls innerhalb einer Stunde. Dann hätten wir noch eine halbe Stunde über. Ach so, ja, dann in anderthalb Stunden hat sie, soll sich Zeit nehmen. Fräulein Nina, von der Frau Bruch würde ich mir auch gerne mal die Handschellen anlegen lassen. Ja, und damit zurück ins Studio. Nina, unsere Zimmerassistentin und unser großartiger Zimmerfranker haben Sie erkundigt bei den Passanten. Einfach so Menschen wie Sie und ich nach Margarita Bruch, unserem heutigen Zimmerfreigast. Margarita, wie kommt jemand drauf, dass du eiskalte Augen hast? Weiß nicht. Hat dir schon mal ein Mann gesagt, dass du eiskalte Augen hast? Das ist das alte Problem heller, strahlender Augen. Terence Hill hatte, als er noch ein berühmter Schauspieler war, nach Pressemeinung wahlweise stahlblaue, grausame Augen oder romantische, himmelblaue Augen. Es waren dieselben. Also ich habe gar nicht so ein richtiges Verhältnis zu meinen Augen, weil ich die ja nicht sehe. Es könnte so weitergehen, oder? Nee. Also, ja, was muss passieren? Kannst du eiskalt werden? Also kannst du richtig, so dass man Angst vor dir bekommt? Das fällt mir schwer. Aber ich glaube, ich würde es hinkriegen. Ja. Also ja. Wenn du mit deinen Kindern geschimpft hast, als sie klein waren, haben sie wirklich Angst vor dir gehabt oder haben sie in deinen Augen versucht zu ergründen, ob du eigentlich lachst? Nee, wenn ich loslege, dann lege ich auch los, glaube ich. Ja? Ja. Ja. Muss ich erst mal drüber trinken, glaube ich. Würde jetzt eigentlich gerne auf eine sehr traurige, aber auch sehr schöne Geschichte zu sprechen kommen, aber ich traue mich ehrlich gesagt. Wenn wir von Power reden, es gibt ein ganz schönes Beispiel aus deinem Leben, wo sich unglaublich viel Kraft gezeigt hat. Du hast als kleines Kind eine Hirnhautentzündung gehabt und lagst im Krankenhaus. Und es ging auf Leben und Tod. Und deine Eltern haben gesagt, wir nehmen die Kleine jetzt aus dem Krankenhaus mit. Haben dich ins Ehebett gelegt, rechts und links, Vater, Mutter. Also man sprach in der Familie von einem Wunder, ja. Weil man irgendwie nicht mehr dachte, dass ich da noch mal nach Hause komme. Aber ich erinnere mich nicht, ich war anderthalb. Keine Ahnung. Du bist im Westerwald geboren. Mhm. Warum hört man nicht, dass du das R rollst? Also könntest du, wenn du willst? Nee, ich bin eher so, ein bisschen so, reden die da. So. Der Westerwald ist nicht berühmt für sein R-Rollen. Ich dachte, die rollen. Vielleicht andere Gegend. Ja. Irgendwie. Aber ich habe nie zu Hause, mein Vater ist aus Neuss und meine Mutter aus Freiburg. Und wir haben keinen Dialekt zu Hause gesprochen. Ja, so geht es in Westfalen immer. Aber trotzdem, der Singsang ist, also zum Beispiel, wo ich herkomme, ich hätte gern ein Pfund Salat, heißt, ich hätte ja Bon Schlort. Schlort, sagt man in Köln auch. Schlort? Für Salat? Ja. Äppelschlort. Äppelschlort? Heißt Kartoffelsalat. Meine Güte, eigenartiges Land. Du bist tatsächlich schon fertig. Es gab noch nie einen Gast, der die Chance hatte, aufzuessen. Für den letzten Bissen. Ist Zeit, glaube ich, das war unser erstes Spiel. Sie merken gerade schon, wenn wir über Dialekte sprechen, über schwer auszusprechende Wörter wie Schlort oder Westerwald oder Banane, dann ist es natürlich so, dass man immer noch eine kleine, wie der Billardspieler sagt, Karambolage einbauen kann. Eine kleine Schwierigkeit. Wir versuchen uns jetzt dem Thema des Zungenbrechers oder der schwierig auszusprechenden Namen, beides ist möglich, über den Umweg des Buches zu nähern. Auch weil dein Name, Rella, alle Leute sagen Bräuch, dabei heißt du Bruch, ne? Mit OI. Ja, das ist ein Dehnungs-I aus dem Althochdeutschen. Genau, wir Westfalen haben es mit E. Coesfeld, Lahr. Aber so ich finde Bräuch eigentlich fast schöner als Bruch. Und ich verbessere das auch nie, weil meistens kommt dann Bruch raus. Broch? Ja, oder irgendwas schräg. Also Broch klingt aber wie so ein irregeleiteter Frauenarzt aus der KUK kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das kommt gleich nach Bruchlandung. Ja.
Ich glaube, das müssen wir Dr. Broch ins Zuchthaus bringen. So klingt das. So, Entschuldigung an alle Dr. Brochs dieser Welt. So, wir haben jetzt, ich möchte mal zum Spiel zurückkommen, mit eurer Erlaubnis. Immer dieses Abschweifen vom Thema. Wir haben hier jetzt Bücher. In diesen Büchern verborgen ist ein Zettel, ein gelber Zettel. Auf diesem Zettel steht der Zungenbrecher oder der schwierige Name, den es auszusprechen gilt. Der soll natürlich ausgesprochen werden, allerdings mit diesem Buch zwischen den Zähnen. Falls ich mich unklar ausgedrückt habe, falls meine Ausführungen wie üblich haarscharf am Thema vorbeigegangen sind, dann wird Christine den Anfang machen. Und Christine wird auch, Verzeihung, meine Damen und Herren, Christine wird auch demonstrieren, was sehr wichtig ist. Sie wird den Zettel nämlich in die Kamera halten, und zwar in die Handkamera. Nein, in die da oben halten. Auf dem Zettel von Jörni steht Handkamera. Ach, der Gast zeigt ihn in die Handkamera. Jörni, komm doch mal her, zeig dich doch mal dem Publikum. Sehen Sie, meine Damen und Herren, dass Sie mal sehen, wie so eine Show funktioniert. Hier steht also Bücher am Stuhl, Eier. Zettel, Handkamera. Danke, Jörni. Ja. Bloß gut, dass wir live sind, das kann nicht rausgeschnitten werden. Also, wir zeigen den Zettel nach oben und du zeigst den Zettel in die Handkamera, die jetzt da steht. So, und Christine also, macht den Anfang. Man darf nicht Gott, in die Kamera winken, ne? Die Nein, auf keinen Fall. Oh, Leute. Mach's nicht so kaputt, das Buch ist interessant. Achizkahan Batushik, wirtschaftliche Transformation in der Mongolei. Das würde ich gerne nach der Sendung lesen zum Einschlafen. Hahinala Tosha Schnabelberger. Haben wir alle verstanden. Willst du schon ein bisschen kämpfen? Na klar. Aber die Gäste haben es immer am schwersten, oder? Nein. Vom Titel her? Nee, vom Umfang. Oh. Vorsicht, Christine will Linsen. Okay. Das ist, glaube ich, okay. Warum 10 ja, Pfund? Warum? Warum 10 Pfund? Wow. Mao Zedong. Zhu Enlai. So. Jetzt hat Goethes Faust. Ich freue mich schon auf diesen Namen. Und er wird mit dem Buch im Mund wird er so ausgesprochen, wie er sich selber ausgesprochen hat, glaube ich. Was für ein Bester Mann gibt. Oh, schade, ist vorbei. Ach, ich hätte stundenlang weitermachen können. Was ja, sehr schön. Schade irgendwie. Aber den Leineneinband möchte ich nicht in den Mund nehmen. Das ist Reader's Digest, ganz billiges Kunstleder. Ach so, okay. Schmeckt so ein bisschen wie die Kaugummis unserer Kindheit. Das kann so eine, man jederzeit in den Mund nehmen. Das ist eine trockene Serviette. Margarita liebt Weihnachten, aber Weihnachten ist ja schon eine ganze Weile vorbei. Aber nach dem Fest ist vor dem Fest. Du hast das Fest immer im Herzen und immer im Kopf, weil ihr das richtig ordentlich feiert. Und unser Kollege Thorsten Schorn war bei euch zu Hause und hat mal die drei wichtigsten Menschen vorgestellt, die bei diesem Weihnachtsfest mitmachen. Quasi die heiligen drei Könige. Praktisch. Oh. Drei, die an Weihnachten immer dabei sind, sind Sazie de Paris, Ehemann Martin Wuttke und Jakob Mattner, Bildhauer. Einer muss immer den Baum geben und geschmückt werden. Ja, hallo. Was ist denn Margarita Broch an Weihnachten so wichtig? Also es geht um die Party und die muss möglichst ausladend sein. Das ist eigentlich das Wichtige. Und dazu ist natürlich jede Deko nötig. Dazu müssen Geschenke sein, es muss viel Papier durch die Luft fliegen und es müssen viele Leute da sein, die nicht nur festlich gestimmt sind. Also nicht im Sinne von einem Weihnachtsfest festlich gestimmt sind. Es ist eigentlich eine Weihnachtsparty. Es ist eine Party, ja. Und alle Verlorenen und Heimatlosen haben Platz. Und Margarete sorgt dafür, Margarita sorgt dafür, dass es immer was Fantastisches zu essen gibt, natürlich. Und das ist unser Fischsuppe. Sie hat aber viele Namen. Wir kommen zu Margarete. Margarete, weil sie ist die Mutter par excellence. Also Mama. Margarete ist eine fantastische Mama. Immer gewesen. Und im Halt, wir nennen sie Margarete. Wenn sich Margarita meldet, egal, ob jetzt Weihnachten ist oder nicht.
Ist das laut? Ist das spontan? Was macht das mit einem? Sie muss sich gar nicht melden, wenn ich nur an Margarete denke. Muss ich lächeln. Es ist eine solche Optimismus und eine solche Kraft und auch ein solche so ein Wirbel an zig verschiedenen Sachen. Man lächelt. Es ist, man freut sich. Margarete Bruch ist einfach, Margarete, Mama Rete ist einfach ein Sonnenschein. Und wo sie auch auftaucht, ist Margarete das Lichtblick. Und sie hat die schönsten Augen des deutschen Kino. Das muss ich schon sagen. Das Margarete Augen sind ein Wunder. Nächstes Weihnachten gibt es dann aber eine neue Druckerpatrone. Ne? Wie kommt so ein Bild zustande? Auf Befehl. Heißt? Alle müssen sich organisieren. Es gibt eine strenge Order. Liegen, sitzen, stehen. Dauert das lange? Das dauert eine Weile. Ja, weil wir sind in Feierstimmung. Ne? Also ja, die Eltern, das geht absolut konzentriert von ja, sehr konzentriert, sehr, sehr geplant, kein organisiert. Spaß. Mit einem fotografischen Arbeit. Es ist so leicht, mal eben schnell ein Foto zu machen. Mit schönen Grüßen an Margarete Bruch von Ehemann und den Freunden. Was für eine Gruppe. Thorsten Schorn, wo überall reinkommt und mit jedem ins Gespräch kommt, unterhält sich mit Ehemann, Freundinnen und Freunden. Ich weiß heute wieder, dass es Margarete Bruch. Man hatte jetzt schon den Eindruck, dass dein Mann da eher zurückhaltend ist, oder? Es wundert mich, dass der überhaupt was sagt. Wieso, mag er nicht im Fernsehen sein oder mag er überhaupt so? Nee, der ist jetzt nicht so, der schiebt sich jetzt nicht so besonders in den Vordergrund. Ja, das ist ja auch schwer, wenn man, das fand ich neu, so, ich habe diese die Sendung gesehen, wo die Lina, ihren Mann gegrüßt hat. Das hat mich so berührt, weil das ist einfach, Charlie Hübner, ja, genau. Lina Beckmann. Ja, das war doch irgendwie, das ja. Ist halt schwer, über den eigenen was zu sagen. Dann denkt man, oh, jetzt sag nicht nur, dass der toll ist oder so. Oder ich glaube, er hätte jetzt was Tolles über dich sagen können. Ja, eben, das macht er wahrscheinlich dann, wenn ich zu Hause bin. Wann hat er dir das letzte Mal was richtig Schönes gesagt? Oh. Weihnachten? Was Schönes? Anders gesagt, welches Weihnachten? Oh, Scheiße. Was wäre denn was Schönes? Was würdest du denn schön finden, wenn er was sagt? Was sollte er denn sagen? Also jetzt suche ich nach so einem Satz. Aber eigentlich, glaube ich, sind es bei uns, was so Schönes sind oft Abende oder Gespräche. Abgesehen davon, dass die meisten Leute immer sagen, ja, und dann fängt der Alltag an. Also den Alltag finde ich nun am lustigsten bei uns. Warum? Weiß ich nicht, ich lebe gerne mit dem. Mhm. Also, der ist irgendwie so mit Martin vor der Waschmaschine stehen, ist ein Brüller. Hat der eine Ahnung, wie das Ding angeht? Ja, Logo, der kann sehr gut kochen. Mhm. Aber der macht halt, also... Mit der Waschmaschine? Ich habe... Nein, ich meine... was kann ich jetzt sagen? Also, neulich zum Beispiel fehlte Toilettenpapier. Und? So, dann sagt Martin nicht, es ist kein Toilettenpapier da, sondern dann kam der mit so zwei Klorollen, so zwei leeren. In die Küche. Das war ziemlich komisch, Entschuldigung. Ja, aber, okay, das glaube ich. Frage, wie ist es weitergegangen? Ich bin runtergegangen und hab's gekauft. Ja. So geht die Geschichte aus, richtig? Ja, wahnsinnig komisch. Geht er auch manchmal? Tragisch fast. Also geht er manchmal auch Klopapier oder irgendwas einkaufen, oder? Ja. Ja, selten, ja, ja. Selten, ja, ja, ist natürlich auch. Es gibt was ganz Schönes, du versuchst immer rauszukriegen, was er denkt. Sagst du, du möchtest gerne, weil seine Gedanken so betörend sind. Nee, rausfinden will ich das nicht, nee, um Gottes Willen. Gedanken sind Bausteine. Nee, ich finde das immer noch... Also wenn ich jetzt irgendwas habe oder irgendwas frage oder wir unterhalten uns, dann finde ich das oft, oder dann finde ich das bei Martin betörend, dass der nie in so Trampelfaden denkt. Der denkt die Sachen immer ganz neu, als hätte er noch nie vorher was darüber gehört oder so. Der denkt schön. Er denkt selbst.
Eigentlich heißt es, er denkt selbst. Er denkt selbst, ja. Und wir, genau. Wir anderen lassen in der Regel ja denken. Ich denke dann manchmal, was andere schon gedacht haben. Genau. Genau. Und du? Ich mach's mir ganz einfach, ich denke überhaupt nicht. Die Pointe lagen mir jetzt aber auch auf der Zunge. Weißt du noch, warum du dich in ihn verknallt hast? Also beim ersten Mal gucken? Das kann man sich nicht erklären. Nee, ne. Martin, das war nicht schön. Warum? Oh Gott, Leute. Warum? Also pass auf, das war im Frankfurter Schauspielhaus der Aufzug, der eh schon scheiße aussah, der Aufzug und Martin. Martin hatte so ein hässlicher Aufzug. Ja. Und da gehe ich rein und da steht ein Mann oder ein junger Mann und der hatte eine Lederhose an, so bis zu den Knien und oben, glaube ich, gar nichts oder so ein Unterhemd. Und sah einfach nicht, das war kein... Ja, aber irgendwas muss doch dann gewesen sein. Ja, ich bin ja dann auch hartnäckig. Weitergefahren, dann, oder? Ja, weitergefahren. Ja, und dann haben wir zusammen oben auf der Probebühne einen Film gesehen. Ich glaube, von Herrn Süberberg. Ein Schwarz-Weiß-Film. Ja, und dann kamen wir so ins Gespräch. Ja, und bei Süberberg-Filmen so komme ich auch immer super ins Gespräch, muss ich ehrlich sagen. Aber viel Zeit, sich über andere Dinge zu unterhalten. Und da fandst du ihn dann irgendwie ganz gut, oder? Ja. Mhm. Also, ja. Ganz gut, ich finden die meisten Fans von Zimmer frei. Das legendäre Zimmer frei. Das war sehr undeutlich. Ich weiß nicht, ich habe nichts verstanden. Hast du was verstanden? Das Zimmer frei! Ja, so, es wird ein Schuh draus. Das Zimmer frei Bilderrätsel wird in diesem Moment losgehen. Und vor allen Dingen ist es für dich wichtig, nicht irgendwie komisch zu reagieren zwischen den zwei Gongschlägen, weil dann das Publikum das Rätselslösung sehen kann. Und auf geht's! Hier, wir haben diesen. Tag, der Herr. Guten Tag! Oh! Das geht ja wieder! Ich kann mich wieder bewegen! Das ist doch Zauberei! Unfassbar! Wunderbar. Ich kann mich wieder bewegen, das ist Zauberei! Das eine Lokalrunde, sofort! Sie ist auf dem Hallo! Guten Tag! Hallo, ich komme von weit her und suche was zu trinken, hallo! Hierher, mein Herr! Oh my God! Ich kann wieder sehen! Nein! It's a miracle! Nein, wunderschöne Frau! Oh. Überall noch mehr wunderschöne Frauen! Wie wär's, wenn wir zusammen etwas singen? Kommen Sie, singen Sie ein Lied, wir feiern zusammen! Ja, aber ich kann doch gar nicht singen! An der Bar? Ja, ja, Überbegriff. Kneipe. Ja, so ein altes Zimmer frei. Nein. Aber was ein anderes Wort für Kneipe? Früher, das hat man früher dazu gesagt. Gasthof. Ja, ein bisschen kleiner vielleicht. Weiterhin im Alphabet. An der Ecke, war so an der Ecke. Das war aber keine Kneipe. Das hat Bar. Nein, eine Bar. Bar Lokal. Lokal. Vater ist der beste Kunde im Lokal. Klar, das geht hier, das alte Karnevalslied. Aber es geht um ein anderes Wort. Es gibt sogar einen Minister dafür. Wirtschaft. Richtig. Ja, sehr gut. Wunderwirtschaft. Wirtschaftswunder. Ja, das war's. Wirtschaftswunder. Fantastisch. Wirtschaftswunder. Ohne viel Schüsseler weg, einfach so weggehauen, das Miller-Rätsel von unserem Gast Marita Bruch. Und dafür gibt es natürlich den zimmerfrei Fanschal, den du redlich verdient hast. Und Applaus, meine Damen und Herren. Danke. Das ist ja schon mal gut, dass wir das schon mal hingekriegt haben. Wir kommen jetzt schon zur nächsten
zur nächsten Aktion. Ich habe hier als original gewaltfrei getöpferte australische Aborigines-Gefäß. In diesem Gefäß befinden sich Zettel, gelbe, und darauf stehen berühmte Fotomotive. Herleitung, du bist eine, ja, man kann nicht mehr sagen Amateurfotograf, du bist schon eine Fotografin von Rang. Also als zweiten Beruf übst du das aus. Und wir möchten das heute ein bisschen hommage-technisch verarbeiten. Zum Beispiel mit dieser kleinen Aktion. Hommage-technisch den Satz wieder zu Ende. Ja, ich denke einfach einen Meter weiter als ihr Menschen. So, also, wir gehen jetzt mal hier hin in die, ne, das heißt, nee, wir gehen dahin und Christine geht hierhin, weil sie uns vormachen wird, was sie uns vormachen wird. Bitte schön. Kommst du hier rüber? Margarita, ja. Kommst du bitte hierhin zu mir? Und wenn ja. ihr dahin geht... Wir gehen dahin und Christine bleibt ja. dort. Das ich habe es, glaube ich, gar nicht verstanden. Sie macht uns was vor, ein Fotomotiv, und wir sollen erraten, was ein berühmtes Fotomotiv ist. Okay. Die, da die Lorelei. Oh Gott. Die Mona Lisa. Was? Mona Lisa! Mona Lisa! Nicht schlecht, du bist dran. Oh je! Oh nee! Das ist das rätselhafte Lächeln der Mona Lisa. Ja. Das geht eigentlich, oder? Das müsste man doch hinkriegen. Oh! Cleopatra. Feuerzeuger! Was ist das denn? Puh, das ist eine Herausforderung, Leute. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das nächste. Das ist eine Städterundfahrt. Nein. Nein. Indien. Was machst du? Taj Mahal. Es ist ganz einfach, wenn man schlau ist. Ich habe drei Personen dargestellt, über diesem Gebäude, die in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Eine Pyramide. Nein. Kaspar Melchior Balthasar, der Kölner Dom. Das war doch kinderleicht. Das war kinderleicht. Das war sowas von leicht. Aber diese Gebäude, die stehen hier. Ja. Das höre ich öfter. Margarita, ich würde dir gerne dein Zimmer zeigen. Oh wei, jetzt wird's spannend. Da geht's rauf, ich kann leider nicht helfen. Margaritas zweite Leidenschaft. Oh, wie toll. War mal ihre erste. Oh, ist das toll. Du bist mit Leib und Seele eine Fotografin. Du warst Theaterfotografin, setzt du dich auf den da, bitte? Ach, das habt ihr aber irgendwie. Und hast wunderschöne Fotos. Darf ich das nachher fotografieren? Ja, na klar. Und der tolle Trick bei diesen Fotos, ich weiß gar nicht, ob es ein Trick ist, du hast Menschen, Schauspieler, Bekannte, Unbekannte, nach der Vorstellung fotografiert. Also bei diesem einen Bildband, den du gemacht hast, du hast mehrere gemacht. Warum nach der Vorstellung? Ich weiß gar nicht, wie das anfing. Also das fing an, dass ich, also ich fotografiere ja sowieso immer. Das ist sozusagen, die Kamera begleitet da irgendwie meine Arbeit. Und ich habe irgendwann mal von mir selber Porträts gemacht nach einer Aufführung von Christoph Schlingensief. Mhm. Und da hatte ich auf der Bühne, wurde ich erschossen und hatte so überall Blut im Gesicht und kam jedes Mal nach diesem Auftritt in die Garderobe und habe irgendwie irgendeinen Schrecken gekriegt, weil ich einfach aussah wie nach einem ganz schrecklichen Unfall. Dann habe ich das versucht zu bannen sozusagen und habe mich selber ein paar Mal fotografiert und dann habe ich Martin fotografiert und dann war es eigentlich ein simpler Gedanke, dass
Also erstens kann man vor einer Vorstellung sowieso keinen stören. Und nach der Vorstellung siehst du ja überhaupt erst, was dieser Figur alles passiert ist. Also der Gifttod oder der Hamlet ist halt am Ende erst erstochen. Und die ganzen Spuren sieht man am Ende erst. Und außerdem sind diese Bilder, also wenn sie gut sind, sind ja nicht alle gut, aber manche, dann siehst du Schauspieler, die so ausgespielt haben. Also die nicht mehr sich darstellen, die keinen Ehrgeiz haben, die zum Teil wirklich, also hier bei dem Bild von Herrn Brandauer, der hat 10 Stunden lang Wallenstein gespielt. Und das ist schon irgendwie beeindruckend. Also der kam fast, fast orientierungslos sozusagen von der Bühne. Das ist so ein komischer Moment, wo man ja irgendwie noch nicht zu Hause ist, aber auch nicht mehr in der Rolle. Und das hat so eine, die meisten Bilder, also wenn sie mir gelungen sind, sind ja nicht alle, dann haben die so eine Zartheit und zeigen den Beruf noch mal so anders, finde ich. Wie gut fängt denn so eine Kamera einen Zweifel ein? Also dass man nach der Vorstellung vielleicht zufrieden, unzufrieden ist mir jetzt so ein blödes Wort, aber dass man nicht so genau weiß, wie man war? Nee, ich glaube, das sieht meine Kamera nicht. Weiß ich nicht, vielleicht. Also ich mag meistens Porträts. Ist dein Mann noch mal? Ja, komm mal her. Komm. Komm zu Mutti. Guck mal zu. So. Ich mag Bilder, wenn sie... also komischerweise bei diesen Bildern ist es so, dass ich die nur gebrauchen kann, wenn da so eine, so wie so eine Null, also kein Ausdruck mehr ist. Dann wird man so als Betrachter, finde ich, in Ruhe gelassen und man kann die Person betrachten. Und es hat nicht so einen Ausdruck. Mhm. Und die meisten Schauspielerporträts sind ja immer so, oh, ich bin toll oder ich weiß nicht was. Oder es hat so einen Witz oder so. Diese sind eher so ein bisschen trostlos. Aber die erzählen, finde ich, trotzdem sehr viel über den Beruf. Was glaubst du, wenn man dich jetzt fotografieren würde, was würde man sehen in deinem Gesicht? Weiß nicht. Möchte ich lieber jetzt nicht sehen. Wäre das wahrhaftig oder verstellst du dich noch? Nee, jetzt fange ich ja an, mich hier irgendwie wohl zu fühlen. Jetzt habe ich ja das Bilderrätsel gelöst. Jetzt liegt nur noch das schwere Lied vor mir. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine, irgendwie... Aber wovor hast du denn... Also, was macht dich da so... Was macht dich denn so unsicher? Eine mögliche Blamage oder dass die Leute über dich lachen können oder dass du denkst, oh Gott, jetzt denken jetzt die... Jetzt hier bei der Sendung ja, bei euch? Nein, gar nichts. Ich aber meine, warum hast du dann so Angst vor dem Gesang? Ja, weil ich musste auf der Schauspielschule versichern, dass ich mich von den Gesangsabenden fernhalte. Und schon bist du hier gelandet? Und das stärkt kein Selbstbewusstsein. Und da ich weiß, man kann hier nicht kneifen, das wurde mir sofort gesagt. Ja, habe ich halt den Salat. Ich weiß gar nicht, wann die Hausmusik kommt, aber ich... Also, ja, ziemlich am Ende, glaube ich. Dann können wir noch mal von vorn anfangen. Hast du eigentlich... Aber die Fotos irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, als ich die Bilder gemacht habe und dann hingen die da so an der Wand, da habe ich eigentlich meinen Beruf irgendwie noch mal so, also mich geradezu rein verliebt. So nach 20, 30 Jahren Schauspielerei denkt man dann manchmal so, oh nee, muss ich auch nicht mehr haben. Aber irgendwie sind Schauspieler manchmal auch ganz toll, finde ich. Hast du Lust, Familie zu fotografieren? Ja, die fotografiere ich ja von morgens bis abends. Und das lassen die auch so? Ja, bleibt nicht viel. Also mir hat man meine Kameraausrüstung geklaut, als ich in Frankfurt als Anfänger. Und da waren Kollegen, die sagten, oh, mach mal Fotos, ich habe kein Geld und so. Und dann habe ich die Kameras von Berlin nach Frankfurt geholt und habe keine Woche waren die in Frankfurt und da wurde mir alles gestohlen. Also ich hatte keine Kamera mehr und war eigentlich auch keine Fotografin mehr in dem Moment. Hatte sich der Beruf von alleine sozusagen entschieden, die Berufswahl. Und dann habe ich mit den Kindern wieder angefangen. Hast du jemals ein Selfie gemacht? Oh ja. Ja? Also du fotografierst auch mit dem Handy? Aber nicht oft. Also je älter man wird, je weniger Selfies macht man.
Lass uns runtergehen, damit wir schneller die Hausmusik. Ja, unbedingt. Das ist aber echt eine schöne Ecke. Ich habe fast mitgeweint, als hier die Fotoausrüstung geklaut wurde. Das ist schrecklich. Fürchterlich. Das finde ich so schlimm. Und zur Aufheiterung habe ich blitzschnell, kaum als die Geschichte erzählt war, hier eine kleine Versuchsanordnung errichtet mit meiner eigenen Händearbeit für unsere nächste Aktion. Denn wir sind jetzt alle Schauspielschüler. Wir sind Schauspielschüler der berühmtesten aller Schauspielschulen, nämlich der Schauspielschule Knall und Charge. Und wir werden gleich abwechselnd hier sitzen, werden uns mit diesem Kopfhörer beschallen lassen und werden auf Anweisung eines Schauspiellehrers vorspielen, was er uns vorgibt. Und die anderen beiden, die es nicht hören können, müssen versuchen zu ergründen, was ist diesmal keine Fotomotive, sondern wirklich spektakuläre Dinge, die spektakulärsten Dinge, die ein Schauspieler vielleicht lernen kann, wenn er will und wir wollen. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir einen ganz besonderen Schauspiellehrer engagiert, einen alten Zimmerfreifreund. Hier ist Gustav Peter Wöhler! Hallo, servus, guten Abend. Gustav. Margarita. Das ist ja nett. Ja, ne, habe ich mir auch gedacht. Und ich habe gehört, dass du hier die Aufnahmeprüfung machen möchtest bei unserer wunderbaren Schauspielschule Knall und Charge. Und das fällt mir ja überhaupt nicht schwer. Aber deshalb bin ich jetzt auch hier, um gemeinsam mit euch hier diese wunderbaren Aufgaben zu erfüllen. Wer von euch fängt an? Herr Lehrer, ich glaube, das ist die Frau. Das ist ja immer dasselbe. Ihr beiden setzt euch bitte neben mich. Ich bin hier sozusagen der Jurypräsident. Hallo. Ihr setzt eure Kopfhörer auf. Wir hören schöne Musik. Hört sehr so. Schön, sehr schön. Liebe Christine. Wir müssen das aufsetzen. Ja, ihr müsst das aufsetzen, damit ihr nicht hört, was ich sage. Weil Christine wird jetzt etwas vorführen und ihr müsst sagen, was es ist. Haust du jetzt ab? Liebe Christine, spiel doch mal eine Fledermaus, die sich verirrt hat. Sehr realistisch, sehr realistisch. Hitchcock, die Vögel! Ah, nicht ganz, nicht ganz. Ja, nicht so weit ins Außen auf der Bühne. Ja, Christine, das ist gut. Christine, das ist gut. Mach weiter. Ja, das ist gut. Christine, was ist es? Sag es uns. Eine Fledermaus, die sich verirrt hat. Ja. Ich meine, das ist doch... Oder? Komm klar. Fantastisch, Christine. Margarita, du bist dran. Also ich habe bei meiner Schauspielprüfung, beim Vorsprechen in Frankfurt, sollte ich einen Kürbis spielen, der auf einem italienischen Gartenfest ein Gedicht aufsagt und stecken bleibt. In der Erde stecken bleibt? Das war so schrecklich. Oh nein, wie furchtbar. Das ist furchtbar. Aber Sie anscheinend haben hast du die Aufnahmeprüfung geschafft. Ich frag mich. Gut, Kopfhörer aufsetzen. Meine Liebe. Nee. Spiel doch bitte Götz Alsmann beim Friseur, der sich eine Glatze schneiden lässt. Taxi Driver. Fast, fast. Ich bin es. Und was war das hier? Schlecht rasiert, oder was? Was ist denn das? Was macht die Frau? Der Barbier von Seville, ja. Der Barbier von Seville? Der Barbier von Wanne-Eickel? Was ist das denn jetzt hier? Also aber mit Friseur hat es was. Es hat was mit Friseur zu tun und es hat auch was mit einem bestimmten... Der Mann der Friseuse. Du. Ich bin es selbst. Götz frisiert sich. Ja, irgendwas. Nein, Götz rasiert sich die Haare ab. Ja. Natürlich. Ja, ja. Das war schwer. Das ist total schwer. Das war sehr schwer. Ich war zu doof.
Ich hätte einfach einen Meter weiter denken sollen. Ich an wollte dir das Jackett nicht wegnehmen, damit du weißt, dass du es bist. Ah, und hier hat es nicht liegen. Nimmst du bitte Platz, seid ihr da dran. So, Götz, will ich haben wir auch was sehr Schönes ausgedacht. Ich bin überzeugt, dass ihr euch was Schönes ausgedacht. Ja, natürlich. Gib uns doch mal einen bekloppten Hamster im Laufrad. Bernhard Schimek, vergib mir, wo immer du bist. Ich steine aus. Wunderbar! Das ist eine Rolle. Das ist eine Rolle, ja. Rolle vorwärts. Aus der Rolle fallen. Nein, er stellt schon etwas dar, ein Lebewesen. Ja, kann man er stellt sagen. Etwas einen Hasen. Nein, nicht ein Nager, ein Kaninchen. Ein doch, Hamster. Ein, ja. Ein Waschenhamster. Hamsterrad. Goldhamster. Aber was für ein Hamster? Aber was zeichnet den Hamster aus? Hamsterrad. Ist es ein Hamster wie du und ich? Nein, es ist ein... Ein kranker Hamster! Ein kranker Hamster! Ein bekloppter Hamster! Ein bekloppter Hamster! Bravo, bravo, bravo! Das war's leider und es war schön. Ich werde in meine Künstlerbibel schreiben: Meisterklasse bei Gustav Peter Wöhler! Ja, 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 ja. Viel Spaß noch! Gustav viel Spaß! Peter Wöhler. Ach, was hat Christine unser, jetzt auf dem Kerb? Unser Kollege Thorsten Schorn. Nein, andersrum. Du spielst die neue Tatortkommissarin aus genau. Frankfurt und der Mann, der dir assistiert, den hat Thorsten Schorn jetzt getroffen. Herzlich willkommen zu Hause in Berlin beim Tatort-Ermittlerkollegen von Margareta Bruch. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Wolfram Koch. Kann ich was singen? Gleich. Wolfram, was schätzt du an Margareta Bruch? Aber danach kann ich was singen. Auf jeden Fall. Gut. Was ich an Margareta Bruch schätze. A, ihr Lachen. B, ihr Lachen. Und C, ihr Lachen. Ich schätze Margaretas Humor. Ja, darf ich jetzt was singen? Würdest du vorher für uns einmal die Maske abnehmen? Maske? Was für eine Maske? Einmal im Jahr geht der Ring aus dem Bett. Nämlich dann, wenn der Huhwasser hätt. Und dann freuen sich die Fisch, das ist doch klar. Margareta, Liebchen, du liebst ja Karneval. Hast erzählt, deine Eltern haben immer Karneval gefeiert. Immer, eigentlich ihr Leben lang. Und du hast es so gehasst und das ist für dich, Liebelein. Noch halb so viel und einmal im Jahr. Was war die größere Nachricht? Na. Einen Tatort spielen zu dürfen oder mit Margareta Bruch einen Tatort spielen zu dürfen? Das ist eine gute Frage. Ich war sehr überrascht, dass ich die Frage bekam. Aber dann war ich doppelt froh, dass ich hörte, Margareta ist dabei. Und das war wirklich einer der Hauptgründe oder fast der Hauptgrund zu sagen, ich sag dazu, mit Margareta zusammen versuchen, ein Kommissarteam zu starten. Ja. Das ist eine Liebeserklärung. Das ist eine berufliche Liebeserklärung. Sie rutscht einfach hundertprozentig in die Sache rein, in die Arbeit. Und danach gibt es aber auch andere Sachen, die wichtiger sind. Zum Beispiel Mittagspause und so weiter. Wie? Margareta hat einen gesegneten Appetit und ich auch. Und kaum ist der volle Teller leer gegessen, stellt sie sich zum zweiten und zum dritten Mal an. Margareta kann jederzeit bei dir pennen, ja? Natürlich, immer, sofort. Nee, Margareta, die ist wahnsinnig neidisch, dass ich überall schlafen kann. Überall, egal. Sie hat Schlafstörungen? Das weiß ich nicht, ob sie Schlafstörungen hat. Zumindest schläft sie nicht so ein wie ich. Ich schlaf, wenn ich nicht dran bin beim Drehen, in einer Sekunde auf irgendeinem Sofa, auf dem Boden, egal, wo schlafe ich ein. Und liebe Margareta, ich habe dir jetzt eine Matte mitgebracht. Die habe ich schön aufgepustet. Mhm. Und ich werde dir jetzt zeigen, wie man das macht, dass man in 3 Sekunden einschlafen kann. Ja? Pass auf. Wolfram, das ist nicht nötig, dass du das jetzt vorführst. Wolfram Koch, der Tatortkollege von Margareta Bruch. Und Wolfram, natürlich hast du jetzt das letzte Wort.
Herr Frahm. Nett. Du hast geschoren und warst doch zusammen im Schlafstudio. Wie kriegt man ihn wach? Der hat ja immer nur diesen Minuten- und Sekundenschlaf. Aber ich könnte dem ins Gesicht springen manchmal, wenn man so todmüde nachts irgendwo ist. Ich brauche ein Kissen, Fenster, Gardinen, Bettzeug. Bläh. Und der schläft einfach so. Mhm. Er mag dein Lachen. Welches meinte? Wolfram. Ja? Och, weiß ich nicht. Das jetzt? Weiß nicht. Ich kenne den schon so lange. Ich kenne ihn, glaube ich, 30 Jahre oder sowas. Ja. Hast du ihn dir gewünscht als Assistenten? Nee. Das kam irgendwann ein Anruf, ob ich was dagegen hätte. Und dann kriegte ich allerdings wirklich einen Lachkrampf, weil das irgendwie so... Dachte ich, oh nee, jetzt das passt ja wie der Deckel am Top. Habt ihr mal nachgeforscht, ob ihr das erste, du und dein Mann, das erste Ehepaar seid, das Tatortkommissar ist eigentlich in getrennten Tatorten? Hat es vorher schon mal so eine Ehekonstellation gegeben in der Geschichte des Tatorts? In der Form? Hab noch nicht gegoogelt. Nee. Gut, und das werden wir jetzt auch nicht tun können. Jetzt kommt etwas ganz anderes. Jetzt kommt das, worauf sich Margarita Bruch, unser Zimmerfreigast, am meisten freut. Es ist die Hausmusik! Margarita, dein Mikrofon und mein Akkordeon. Marita hat sich entschieden, ein Volkslied zu singen, denn sie schätzt die besonderen textlichen Qualitäten in den hinteren Strophen, wo es irgendwie makaber und morbide zugeht. Horch, was kommt von draußen rein? Holla, hi, holla, ho. Wird wohl mein feins Liebchen sein? Holla, hi, ho. Geht vorbei und schaut nicht rein. Holla hi, holla ho, wird's wohl nicht gewesen sein. Holla hi, ja ho. Leute haben's oft gesagt, holla hi, holla ho, dass ich ein feins Liebchen hab. Holla hi, ja ho, lass sie reden, schweig fein still. Holla hi, holla ho, kann ja lieben, wen ich will. Holla hi, ja ho. Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, holla hi, holla ho, ist für mich ein Trauertag. Holla hi, ja ho, schließ mich in mein Kämmerlein. Holla hi, holla ho, trage meinen Schmerz allein. Holla hi, ja ho. Wenn ich dann gestorben bin, holla hi, holla ho, trägt man mich zum Friedhof hin, holla hi, ja ho. Setzt mir keinen Leichenstein, holla hi, holla ho, pflanzt mir nur vergiss nicht mein, holla hi, ja ho. Ah, jetzt machen sie Party! Okay. Standing Ovation, meine Damen und Herren! Bitte erheben Sie sich zu Ehren unseres Gastes, Margarita Bruch. Wunderbar! Herrlich! Vielen Dank! Es war mir einfach. Es war doch überhaupt nicht schlimm, oder? Ich hab noch eine Zugabe! Was für eine Zugabe? Ja, mach eine Zugabe. Soll ich was spielen? Nein, für dich. Nein, a cappella, für dich. Für mich? Mhm. Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, flög ich zu dir. Weil's aber nicht kann sein, weil's aber nicht kann sein, bleib ich all hier. Schade. Margarita Bruch, meine Damen und Herren. Bitte schön. Oh, jetzt ist alles schön. Das ist ein
unglaublich schöner Text. Erzählt dir von einer Affäre, also von einer Frau, ja, die jemand anderen liebt? Das ist ein bisschen wie bei Heinrich Heine. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Also es ist so ein, das ist aus dem 18. Jahrhundert. Das, ein Kuddelmuddel. Und eigentlich hört man immer nur holla hi, holla ho. Und der ja. Text ist aber irgendwie, ich mag den, weil der so traurig und trotzdem so lustig. Der Text ist mehr Lust, aber hallo. Ne? Aber hallo. Als holla hi, holla ho. Ja. Ja. Boah. Und Applaus, ja, meine Damen und Herren. Außerdem ist es nicht so schwer zu singen. Nein, nein, nein. Schön, schönes Lied. Wenn wir schon bei Männern und Frauen und bei Liebe und sich mögen sind, dann kommt uns der jetzt hier genau recht, der sagt, wie toll er dich findet und was du für eine wunderbare Frau bist. Hör dir mal an, was Max Rabe zu sagen hat über dich. Küssen kann man nicht alleine. Und Margarete ist einer der bezauberndsten Menschen, die ich kenne. Ich würde mal sagen, sie ist die bezauberndste Frau, die ich überhaupt kenne. Sie ist unglaublich schön und jedes Mal, wenn man ihr entgegentritt, sagt sie, ich sehe heute so schrecklich aus. Aber das ist typisch. Sie ist sehr selbstironisch und wenn sie Sachen erzählt, sind das oft Sachen, wo sie, obwohl sie eine großartige Karriere hinlegt, gar nicht erzählt, wie toll alles läuft, sondern immer nur die Dinge, die schiefgelaufen sind. Und das sind immer tolle Pointen. Sie ist immer hilfsbereit, enorm gastfreundschaftlich und kann unglaublich gut kochen. Und wenn die Polizei hinter mir her wäre, wäre sie diejenige, bei der ich bestimmt Unterschlupf fände. Tja, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich, sollte jeder eine Margarete in seinem Freundeskreis haben. Die Welt wäre dann viel schöner. Max Rabe. Männer denken sich tolle Sachen aus, um dir zu sagen, wie toll sie dich finden. Hast du eine Ahnung, wie du das machst, dass die meisten Männer dir verfallen? Also mir verfällt ja überhaupt gar keiner. Entschuldige mal. Heiner Müller, Martin Wuttke, ja, Max Rabe. Ich bin jetzt nicht so ein richtiger Feger, oder was? Nee, ach Mann, ich kann da meine Händenfinger reichen immer noch. Also ich bin schon 55. Du bist schon 55 und sagst, das Alter? Ich verliebe mich nicht leicht. Das ist irgendwie nee, komplizierter Vorgang. Aber wenn es dann mal geklappt hat, dann bist du beständig. Ja, ja. Ja, mir brauchst du keinen Zaun um mich rum machen. Nee? Ich bleib immer stehen, wenn du mir was zu essen gibst. Wir kommen jetzt zu unserer Aktion Rauchende Colts. Kommt ihr bitte mit, Mädels. Wir befinden uns im Wilden Westen. Und wir kleiden uns wildwestmäßig ein, dass es eine Art hat. Ich darf schon mal um mein Kostüm bitten, meine Damen und Herren. Sehen Sie, schauen Sie und staunen Sie, was bin ich? Ein rechter Westman, natürlich. Geht ihr euch auch schon mal umziehen? So, was wir also machen, ist ein Cowboy-Wildwest-Parcours. Zuerst spielen wir hier an dieser Bar. Hallo, Miss Kitty. Hallo. Zuerst spielen wir an dieser Bar unser weltberühmtes Whisky Curling oder unser Whisky Boccia. Das heißt, jeder darf reihum ein Glas so weit vorstoßen, dass es möglichst nah an dieser Whiskyflasche zu stehen kommt. Da wird ein Sieger ermittelt. Einen zweiten Sieger ermitteln wir, indem wir versuchen, durch eine Horde wilder Saloon-Kankan-Tänzerinnen drei Flaschen Bier, jeweils drei Flaschen Bier an drei Cowboys weiterzugeben. Die Cowboys, die als Erste die Flasche durch haben, dürfen sich trunken vor Bewusstlosigkeit oder bewusstlos vor Trunkenheit einfach fallen lassen. Auch da mag es einen Sieger geben. Und das dritte Spiel ist noch einfacher. Da gibt es Büchsenwerfen. Und hinter jedem Büchsenstapel findet sich ein Foto eines unserer Gäste hier im Studio. Und der entsprechende Cowboy oder das Cowgirl muss loslaufen und diesen Gast dingfest machen. Und er wird morgen früh um 6 an der Wegkreuzung nach Laramie aufgeknüpft. So, meine Damen und Herren, unser erstes Spiel in diesem Western-Triathlon ist also unser Whisky Boccia. Und Christine macht den Anfang. Wow. Hey. Fast genau hin. Wir haben drei Durchgänge hier übrigens. Oh, müde. Oh, Scheiße.
bisschen übermotiviert, Christine. Okay. Schon wieder? Boah. Ja! Das ist Eis statt Schießen. Sozusagen. Nicht schlecht. Also, ihr habt das doch vorher geübt. Nein. Nicht ja, schlecht. Nicht schlecht. Oh. Wollen wir einen Sieger festlegen? Ich sage es ungern. Wer hat Rot? Guck mal her, Christine, guck hier, ich bin etwa 1,5 Zentimeter entfernt von der Wissenschaft. Du lediglich 0,8 Millimeter. Christine Westermann! So, und nun das zweite Spiel. Hier servieren, durch die Saloon-Cancan-Tänzerinnen durch und jeder Cowboy kriegt 3 Flaschen. Und auf geht's! Die da hinten sind. Hallo! Ah. Überlistet. Muss ich da durch oder kann ich auch da durch? Ja. Hey, da haben wir alle 3 gut abgeschnitten, wenn ich das so sehe, oder? Und jetzt Büchsen werfen. 3 um oder gleichzeitig, Miss Kitty? 3 um. 3 um. Christine, fang an. Kannst du den ausfindig machen, den Mann? Ach so, ich muss. Ach so, ja, jetzt bist du dran. Ah. Wenn du den schon erkennst, dann hol ihn. Mann, ärgerlich. Scheiße. Ach, blöd. Sind Sie das? Ich. Pep Guardiolas Rot? Wer war's? Sie? Nein? Da ist er doch. Ja, runter, also. Ja, schnell, hopp, 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 wir haben nicht ewig Zeit. Weiß nicht, wo er wieso ist. Sagt er nein? Hallo? So, kommen Sie zum Sieger. Wie heißen Sie? Sind Sie das? Er ist es. Juhu. Das ist Michael, meine Damen und Herren. Ich habe ihn rausgefunden als Erster. Ja. Also, das heißt mit anderen Worten, Christine und ich, wir haben jeder einen Punkt. Einen haben wir gemeinsam. Und dann haben wir schlussendlich doch noch alle unsere Delinquenten ausfindig gemacht. Achtung! Guten Abend, wer sind Sie? Felicitas. Wunderbar. So, meine Damen und Herren, Applaus für unsere 3 Freiwilligen. Herzlichen Dank, dass Sie mitgespielt haben und schönen Abend. Danke. Und meine Damen und Herren, jetzt ist es an der Zeit, abzustimmen. So, die entzückende Margarita Burg, unser wunderbarer Zimmerfreigast, die das Bilderrätsel gelöst hat und so wunderbar gesungen hat und auch alles so zur allgemeinen Zufriedenheit recht sauber und ordentlich erledigt hat. Soll sie unserer WG wohnen bleiben oder nicht? Hoch mit den Karten, meine Damen und Herren. Und da sehe ich tatsächlich eine rote und 893 Milliarden grüne Karten. Das heißt, sie darf bei uns wohnen bleiben. Vielen Dank, meine Damen und Herren, Sie waren toll. Christine, du warst fantastisch. Ich war mit mir sehr zufrieden. Gustav Peter Möhler war dabei. Und der Star des Abends ist, runter Karten, jetzt Hände zum Applaus für einigen, Margarita Bruch.